herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit langem sind René und ich mal wieder on Tour. Wir haben das beide schon fast wieder vermisst, mal ein paar Kilometer zu reisen. Ne? Ja, irgendwie schon. Ist uns so eben gerade so auf dem Weg hierher aufgefallen, dass wir seit langem mal wieder unterwegs sind. So, und zwar, wir fahren heute zu Chris nach Lübeck und es geht weiter an der RS4 Limo. An der Stelle erstmal vorweg, ich will mich jetzt nicht entschuldigen oder so, aber einige von euch wurden ja schon so ein bisschen ungeduldig, dass es ein bisschen länger dauert. Möchte ich einfach nur kurz erklären. Und zwar, eigentlich hatten wir natürlich vor, das Auto fertig zu haben bis zu den PS-Days. Ich behaupte auch bis heute, das hätte funktioniert. Nun findet diese Messe leider nicht statt und somit ist natürlich jeglicher Zeitdruck erstmal weg. Das heißt, wir können jetzt aber auch gewisse Details einfach noch krasser machen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Und ja, jetzt haben wir mehr Zeit. Somit können wir uns auch mehr Zeit lassen. Macht das Sinn? Ja. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ist zwar ein bisschen umständlich umschrieben gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Also bitte ein bisschen Geduld. Wir ziehen das trotzdem komplett dieses Jahr voll durch. Das wird auch richtig schön krass. Wir haben auch noch jede Menge technische Sachen, die jetzt kommen. Aber jetzt als allererstes muss halt das Auto lackiert werden, nachdem jetzt alle Carbon-Teile fertig sind. Und genau darum geht es heute. Die ersten Schritte der Lackierung und auch, was wir überhaupt genau machen. Weil das Auto ist ja aktuell definitiv klinisch blank, außer die KTL-Beschichtung, die drauf ist. Da können wir natürlich jetzt nicht einfach drauf loslackieren, sondern es muss ja schon auf jeden Fall grundiert werden. Und genauso müssen wir uns noch einen Schlachtplan machen, was wir mit dem Unterboden machen. Man könnte natürlich jetzt hammerhart einfach rüber lackieren, dann ist das ganze Blech aber 0,0 geschützt. Das heißt, wenn ich dann doch mal wieder mit 300 auf dem Flugplatz über ein paar Steine knalle, werden da relativ schnell Steinschläge sein, die dann schon theoretisch, da das Auto ja ab und an auf dem Anhänger doch mal ein bisschen Wasser sieht, anfangen könnten zu rosten. So, das heißt, wir gehen heute die Thematik an, welche Komponenten brauchen wir für die Lackierung. Es ist ein Techniker von der Firma Glasurita. Glasurita ist auf uns zugekommen, die würden es als, ich nenne es jetzt einfach mal als Ehre empfinden, wenn wir dieses Auto mit einem Glasurit-Lack versehen. Extrem coole Nummer. Deswegen sind wir da auch direkt darauf eingegangen und ich bin gespannt, was der Guido, der ist extra aus Berlin nach Lübeck gekommen, uns heute zum Lack erzählen kann. Und vor allen Dingen, ob Chris noch was lernen kann oder Chris eh schon alles weiß. Weil er tut ja immer so ganz gerne, als wenn er natürlich schon alles weiß. aber ich glaube, es kann nur interessant werden. Deswegen ab nach Lübeck und mal gucken, wie es der Limo so geht. So, wir sind angekommen hier in Lübeck bei Chris Concepts und gucken mal, was das Auto so macht. Ich habe gerade im Vorfeld schon gesagt, dass die letzten Wochen ziemlich, ich nenne es jetzt mal, ruhig waren, aber es jetzt mit Vollgas wieder erstmal wieder weitergeht. Ne? Ja, jetzt geht es langsam immer noch wieder bergauf. Jetzt ist bei uns auch wieder viel los. Mhm. So, jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen angreifen. Die Leute trauen sich wieder raus. Die Leute fragen alle, oder wir sind dir noch eine Antwort schuldig, was denkst du grob vorweg, wie lange dauert es noch, bis zumindest das Auto ohne alle Anbauteile erstmal lackiert ist? Damit ihr euch so ein bisschen... Deswegen, also planmäßig ist jetzt eher, oder ist es jetzt so gedacht, wenn das alles natürlich so klappt, wie ich es mir vorstelle, dass wir, sag mal, so bis Ende Juni, wenn wir wohl ungefähr noch brauchen, so, und dann sollte es eigentlich fertig sein. Sehr gut. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, dass es dann im Juli nämlich direkt mit dem Zusammenbau losgeht und dann wird es nämlich auch wieder so richtig technisch. So, jetzt muss aber erstmal lackiert werden. Genau. Was machen wir? So, erstmal, also mein Plan ist natürlich, wir fangen jetzt erstmal mit dem Unterboden an. Das heißt, wir kippen halt die ganze Karosse auf links oder auf rechts. Dafür haben wir ja zum Glück diese wundervollen Stangen hier noch dran. Genau. Mal gucken, ob sie halten. Nee, das funktioniert sogar. Also damit haben wir den Unterboden auch schon blank gemacht. Also du kannst das Ding wirklich einfach so, wie es hier steht, auf der Seite drehen, fertig. Ja, genau. Und dann wird der Unterboden halt einmal grundiert. Also abgedichtet ist ja alles schon. Dann wird da einmal grundiert. Dann wird er, also dann kommt halt ein Unterbodenschutz drauf. Und dann wird er noch einmal überlackiert und dann geht es weiter. Und dann machen wir den dann geht es im Innenraum weiter, weil so den Unterboden klebe ich dann ab. Aber grundiert heißt, du musst jetzt die KTL-Beschichtung einmal anschleifen? Ja, also nicht zwangsläufig. Also ich müsste sie nicht komplett anschleifen. Es würde reichen, wenn wir sie sauber machen. Dann müssen wir halt die Nähte, die müssen einmal, weil sie jetzt so lange stehen, müssen die einmal mit einem Kunststoffhaftgrund einmal grundiert werden. Und dann kann ich, also bei Stellen, die jetzt, sag mal, technisch belastet sind, wo jetzt irgendwas drauf liegt oder so, die würde ich noch einmal kurz ein bisschen anschleifen. Mhm. So, ansonsten kann ich direkt mit dem nassen Nassfüller direkt auf die Karosserie gehen. Mhm. So, und dann können wir da drauf gleich weiter lackieren. So, und dann wären wir im Innenraum dementsprechend fertig. Was bedeutet nasse Nassfüller? Ja, der wird aufgetragen.
einmal kurz angelüftet und dann kann ich halt direkt drauf lackieren, ohne dass ich nochmal anschleifen muss. Was allerdings bei uns in dem Fall fehlt, dann noch der Zwischenschritt mit dem Unterbodenschutz. Genau, also oder kommt der vor dem Füller? Auf dem Unterboden kommt erst auch der Nass-Nass-Füller drauf. Mhm. Dann muss ich den leider trocknen lassen. Also der hat dann aber eine schöne glatte Oberfläche und den muss ich halt nicht dick auftragen. Und dann kommt da drauf der Unterbodenschutz. Mhm. Und dann kann ich nass in nass den einmal schwarz matt draufbringen. So, und dann ist der Unterboden fertig und geschützt. Hört sich jetzt so einfach an, sind aber trotzdem ein paar Stunden, ne? Genau. Bis das alles so durch ist. Genau, ja, wir müssen halt viel abkleben, weil ich möchte jetzt ja sozusagen, wenn ich den Innenraum zum Beispiel mache, möchte ich ja nicht, dass so das Außen im Rahmenbereich, dass da alles voller Füller ist. So, weil das würde mir halt nur die Arbeit erschweren. Oder dass die Carbonseitenteile voll Unterbodenschutz am Ende sind. Gut, die kann ich ja abnehmen. So, wofür ist der Unterbodenschutz überhaupt genau da? So, wenn jetzt, ich sag mal, so klar, wenn man jetzt natürlich fährt und die ganzen Steine einfach hochfliegen, sodass die, wie beim Sandstrahlen, dass die einfach nicht den ganzen Lack, der härter ist, nicht einfach komplett runterspülen oder runterreißen oder runterschleifen. Eher wenn da noch ein bisschen Wasser dazu kommt, so, dann könnte es wieder sein, dass es dann anfängt zu rosten oder. Das heißt, der bleibt einfach elastisch und ist somit einfach ein Schutz genau. Für das Blech. Genau, und den kann man nämlich auch nicht runterstrahlen. Also wir hatten das zum Beispiel bei dem Porsche von meinem Vater, da haben wir so einen 1974er Porsche restauriert. Der hat den gleichen Unterbodenschutz drauf. Und das ist halt kein richtiger Unterbodenschutz, das ist eher eigentlich eine spritzbare Nahtabdichtung in Anführungsstrichen. Mhm. So, die ist ein bisschen dicker, elastischer. Und bei dem Porsche, die konnten wir noch nicht mal abstrahlen. Mhm. Also die muss man wirklich, wie hier, entlacken. Komplett runterschwefeln, entlacken. So, dann wäre es perfekt. So, aber die haben wir da drauf gelassen, weil die unzerstörbar ist. Mhm. Und das würde ich halt hier genauso machen. Das heißt, welche Bereiche willst du damit auslackieren? Ich nehme mal ein Radhäuser auf jeden Fall, ne? Genau, Radhäuser muss ich aber gucken, weil wir hier auch noch die Aufnahme für den Stoßdämpfer haben, die ist original abgeklebt. Mhm. Dann sind natürlich um die ganzen Gewinde, das ist alles abgeklebt. Da haben die überall so einen Stopfen drauf. Mhm. Das würde ich mir halt nochmal bei meinem Auto einmal angucken, wie das sein muss. Praktisch, wenn man noch ein RS4 steht. Genau, praktisch, wenn man noch so ein Auto hier stehen hat. So, das würde ich mal da einmal anschauen und würde es dann eigentlich genauso machen. Und da, wo ich es für sinnvoll halte, genauso. Immer ans Gewicht denken, ne? Ja, aber hier ist ja das Gute. Du machst ja auch Radhausschalen, machst du rein. Radhausschalen sind davor. Genau, ja. Dann brauchen wir da nämlich nicht so viel machen. Ja. Ich würde natürlich eben halt in dem mittleren Bereich, da würde ich auf jeden Fall einmal eine dünne Naht machen. Die Kante ist halt komplett frei. Also die Radhausschale geht ja nur so rum, ne? Genau. Und halt hier vorne wahrscheinlich. Dieser Bereich hier wahrscheinlich auch. Da ist zwar auch eine Radhausschale vor, aber man weiß ja nie. Ne? Und eben halt am Unterboden selbst. So, da kommt auf jeden Fall dann auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der ohne Radhausschale rumfährt, weil ich kenne so einige RS4, B5s, die ohne Radhausschalen rumfahren, um nicht zu sagen jeder Zweite. Ich kenne auch so manche Golf 7 GTR Fahrer, die auch ohne Radhausschale rumfahren. Aber sie also nicht wissen, wie man die verlängert. Okay, das heißt, aber du jauchst jetzt nicht den ganzen Unterbund. Nein. Also nur da, auf dem Bereich, wo jetzt hier die Sitze unter sind, da würde ich schon das flächig machen. Das wird flächig auch so sein. So, ich gucke mir das bei meinem Auto noch einmal an, wie das original gemacht wurde und genauso würde ich es auch machen. Mhm. Ganz wichtig ist halt nur, ich brauche das Zeug da auf jeden Fall ganz hauchfein dünn drauf. Das ist eh klar. Weil wir haben ja gelernt, wie wenig Kilos hierbei mit Lacken runtergegangen sind und wir sind ja mal gespannt, was die Karosse danach wiegt, lackiert und so weiter. Man muss die Waage und die anders holen. Manipulieren, weil das wird auf jeden Fall, der Schwan sagte direkt beim Abholen schon, Jungs, macht euch nicht zu viel Hoffnung, ihr werdet das manuell auf gar keinen Fall so gut hinbekommen. Glaube ich auch nicht. Aber egal. Gerade so. Auch mit Lack, wir haben ja trotz dessen, dass wir das nicht voll spülen oder so, haben wir ja trotzdem relativ viel, was wir auftragen, also mit Grundierung und alles und beim Computer oder wenn die Roboter lackiert werden, die tragen ja wirklich minimalste Schichtstärke auf. Aber könnte es nicht sein, dass die Materialdichte innerhalb von 20 Jahren einfach verbessert wurde? Also Nö, viel schlechter eher. Ich würde sagen schlechter. Eher schlechter, Da wird noch weniger aufgetragen. Es wird ja eigentlich doof gesagt, es wird ja gespart, wo es nur geht. Ja, und das soll ja auch nicht mehr lange halten, so wie damals. Aber andererseits klar, wenn du an jedem Auto nur halb so viel Lack drauf machst, ne? In Summe ist das halt schon ein bisschen. Ne? Klar. Und das wird ja hier genommen. Ist ja auch mittlerweile bei einigen Autos so, dass selbst Motorraum und so gar nicht mehr lackiert wird, ne? Genau, Mercedes oder BMW oder so, die haben das ja teilweise auch, dann kommt eine Grundierung, wenn du jetzt ein blaues, blau-metallic Auto hast, nehmen die eine blau-matte Grundierung, also die ist dann einfach blau-matt, ohne Metallic, die wird dann komplett Innenraum, Unterboden, alle nicht sichtbaren Teile ist das komplett drin. Ein Punkt, wir können natürlich schwierig diesen ganzen Lackiervorgang hier begleiten in Lübeck, was wir natürlich lieb gerne machen wollen.
Das heißt, wir probieren das mal wieder, dass ich eine Kamera zum Zeitraffer hier mache. Das wäre besser, weil wenn ich das mache, da schlaft ihr doch alle. Genau, Chris ist nämlich auch so einer, der nachts immer arbeitet. Aber wir probieren das mal wieder aus. Wir lassen auf jeden Fall meine Kamera hier. Und du musst auf jeden Fall versprechen, dass du dir maximal Mühe gibst. Ein paar coole... Ja, deswegen, also ich muss eben halt... Beim Seitenteil Spachteln hat das ja schon gut funktioniert. Mhm. So, okay. Thema Unterbodenschutz. Sagtest du, kannst du variieren, genau, wie der aussieht. Mhm. Wir können eben halt, sagen wir mal, die Schichtstärke noch einstellen. Wir können natürlich die Struktur einstellen. Da haben wir ja mittlerweile alle Möglichkeiten. Ich würde mir das lieben gerne einmal angucken. Ja. Also wäre cool. Ich habe noch mal was vorbereitet. Cool wäre, wenn du das einmal so uns zeigen würdest. Ja. So, okay. Also wir verwenden einen Unterbodenschutz von Sikaflex. Genau. Also es ist kein direkter Unterbodenschutz. Es ist auch eine Karosseriedichtmasse, die man halt auch spritzen kann. So, die ist immer lösemittelfrei. Fällt nicht ein. Lösemittelfrei heißt? Ja, einfach, dass da keine Lösemittel drin sind. Und ja, wenn du Lösemittel halt drin hast, dann hast du halt eine Schrumpfwirkung. Und die hast du hier nicht. Ah, okay, das heißt, es zieht sich zusammen mit der Zeit. Genau, so und bei dem nicht. Fängt an, Risse zu kriegen und so weiter. Kann sein. Mhm. Okay, wenn ich jetzt diese Tubu so sehen würde als Nicht-Lackierer, würde ich denken, ich nehme so eine ganz normale Kartuschenpresse, ne, und schmiere das Zeug eigentlich auf meine Karosse drauf. So würde gehen. Das heißt, du kannst die aber so 1:1 auch spritzen? Genau. Oder ist dann da jetzt was anderes drin? Nee, hier ist genau das gleiche Material. Hier ist es, also das ist schwarz. Mhm. So, hier ist beige, aktuell jetzt gerade drin. So, es kommt nachher aber eben halt das Schwarze drauf. Mhm. So, und farblich ist es vollkommen egal, Okay. Das ist dasselbe Material. Okay, aber krass, aber man kann das genau 1:1 einfach mit der Pistole spritzen. Genau, weil hier, ich sag mal, das mischt sich dann mit Luft. Hier können wir halt noch die Luftmenge halt noch einstellen. Und dann können wir da halt mehrere Geschichten machen. Wir können eben halt Dichtnähte ziehen. Mhm. Also unterm Strich geht damit ein. Also schon so ähnlich, wie wir ja auch schon Genau. Alles abgedichtet hatten. Ne? Okay, ja, dann zeig mal jetzt, wie du mich davon überzeugst, dass da wirklich wenig drauf kommt am Ende. Deswegen, ich würde es eben mal bei der Nummer einfach so machen. Ah, das sieht gut aus. Aber ich weiß nicht, ob dir das zusagt. Aber da kannst du ja auch schon fast RS4 Limo schreiben mit. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, also. Das Bekloppte ist, ich würde es ihm sogar zutrauen, dass ich hier ankomme und auf einmal steht am Unterboden irgendwie. Könnte passieren. Fällt einmal was drauf. Ja, und ich würde jetzt eher sagen, dass wir. Entweder sowas oder. Hier sieht man ja schon recht schnell, dass es schon recht dick wird, relativ schnell, ne? Genau, jetzt können wir aber eben mal noch das ganz fein machen. Davon würde ich eher abraten. Das finde ich so gut aus. Nein, da haben wir null Schutz. Warte, lass uns mal gucken hier. Das ist wieder so eine typische Aufgabe, wo man eigentlich nur so einen Versuch hat, ne? Weil wenn es halt einmal so drauf ist, dann hast du die Stelle auf jeden Fall so, ne? Aber ich werde es mal so machen, dass die Pistole halt 1:1 so eingestellt ist. Das heißt, ich kann voll durchziehen, Druckluft ist eingestellt, so, und dann habe ich nahezu immer dasselbe Ergebnis. Aber das sieht doch jetzt nach einer guten Mischung aus dem und dem auf jeden Fall aus. Genau. Das ist ein bisschen feiner auf jeden Fall als das. Das ist noch Mittel. Wir können halt noch richtig grob, also das, so, dass da halt richtig viel rauskommt. Weiß ich, muss aber nicht sein, aus meiner Sicht. Also ich denke mal, wenn wir das hier mal, also Porsche hat es halt richtig, richtig grob, also das ist halt richtig dick auch drauf. Mhm. So, und ich würde aber sagen, wenn wir das drauf haben, haben wir eigentlich alles, was wir müssen. Und was denkst du grob, wie viel Kartuschen da aufs Auto drauf gehen? Hui, schwer zu sagen. Also ich würde einfach mal grob sagen, dass wir bestimmt fünf Kartuschen, ganz grob. Vielleicht schaffen wir es auch weniger, kommt halt wirklich drauf an, wie ergiebig das alles ist. Soll ich jetzt die Waage wiederholen? steht ja zum Glück doch 350 Gramm. Genau, und 350 Gramm werden da noch drauf, weil es schrumpft ja nicht. Ja, klar. Okay, also aber so 1,5 Kilo werden da schon drauf gehen. Denke ich mal. 1,5, 2 Kilo. Ganz grob. Also klar, ich reiß mich natürlich zusammen. Ich weiß ja auch, worum es geht. Aber wir haben eben gerade schon einmal darüber diskutiert. Eigentlich hast du schon recht. Scheiß auf die 500 Gramm so ungefähr, da ich ja mit dem Ding schon beim nächsten halben Meilerrennen auf dem Flugplatz wieder mit 300 da über den nicht gesaugten Flugplatz baller, ne? Bevor ich in einem halben Jahr wieder hier bin und alles rostet unten rum, ne? Dann lieber einen Tucken mehr drauf. Ne? Aber da haben wir dann ja auch nichts gewonnen. Okay, wir haben euch das jetzt in beige gezeigt, weil man die Struktur einfach schöner sieht. Du machst es aber, damit ihr euch nicht wundert im Zeitraffer, in schwarzes Auto. Genau. Okay. Cool. So, und dann nur noch Thema Lack. Und da kommt nämlich Guido ins Spiel. So, ja, jetzt geht's weiter mit der Thematik Lack und genau da kommt nämlich Glasurit ins Spiel und Guido, der aus dem, ich muss jetzt vorsichtig sagen, Osten angereist ist. ihr habt das mitgebracht. So, nee, falsch, wir fangen ganz anders an. Mein Traum war immer, das Auto möglichst maximal tiefdunkel, Klavierlack, schwarzmäßig zu haben. Ja. So, jetzt hatten wir es in der Vergangenheit öfter mal so, dass der Lack so ein ganz bisschen
gräulich, bräunlich, sage ich jetzt mal. Er war halt nicht so richtig dunkelschwarz. Genau. Obwohl es eigentlich Radio 9005 war. Das war aber eben halt, sag ich mal, nur unter speziellen Lichtbedingungen konnte man das halt sehen. Ja, ja. Draußen, oder ich sag mal, selbst wenn wir zwei Autos nebeneinander gestellt hätten, es hätte niemals einen Unterschied gegeben. Nee, zwei Autos nebeneinander hast du es auch nicht gesehen. Du hast es halt nur gesehen, wenn Lack an Lack war und genau. Du dann Licht drauf gehalten hast. Dann hat man gesehen, dass der eine Lack so ein bisschen, ja, nicht milchiger war, aber er war halt nicht so ganz so krass schwarz. Ne? So, stell dich mal einmal kurz vor, was du eigentlich machst. Ja, hallo, ich bin Guido, Anwendungstechniker bei der BASF und im Bereich Autoreparaturlacke unterwegs im deutschen Markt. Und ja, ihr hattet, oder Chris war so gut, hatte uns ein Muster gegeben mit dem Schwarz, welches wohl auf deinem alten Audi drauf war. Und die Herausforderung war, er möchte ja gerne ein tiefes Schwarz. Ja, da haben wir ganz freundlich mal in unserem Labor nachgefragt. Die Kollegen haben sich gefreut auf die Herausforderung und haben für dich exklusiv ein Schwarz gemacht, wo wir heute natürlich keine Rezeptur freigeben, weil es ist exklusiv für dich. Und ja, hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Vielleicht können wir noch mal rausgehen, dass man es vielleicht besser sieht. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es extrem cool, dass ihr euch als Unternehmen da so einschaltet und einsetzt, dass wir noch einen anderen Farbton hinbekommen, weil ich hätte immer gedacht, schwarz ist schwarz. Ja, das denken ganz viele. So, damit fangen wir erstmal an. Ich hätte jetzt gedacht, schwarz ist schwarz und das Auto wird wieder schwarz. So, ne? Aber jetzt sieht man, also doch, das menschliche Auge sieht das schon krass, wenn ich mir überlege, so war es vorher und so einen Schwarzton würde man hinkriegen, ist das ja schon schwärzer. Der Unterschied ist auf jeden Fall krass eigentlich. Also ich sehe es auf der Kamera gerade, glaube ich, nicht wirklich. So. Aber wir können gerne mal aushören. Erklär doch mal einmal kurz, was hat BASF jetzt bzw. Glasurit gemacht, damit es so schwarz ist? Wo ist der Unterschied? Also genau weiß ich nicht, was die Kollegen gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, die haben halt geguckt, was haben wir für Pigmente noch im Portfolio, welche wir derzeit nicht verwenden und haben halt ein schwarzeres Pigment gefunden, als welches im RAL 9005 verwendet wird und haben jetzt für dich exklusiv eine Mischformel gemacht. Und die werden uns auch dementsprechend Lack zur Verfügung stellen, dass die Karosse dann damit nachher lackiert werden kann. Das heißt, jeder. Aber es kann nicht jeder nachmischen. Aber theoretisch, eure Kunden später, die bei Glasurit schon bestellen, die kriegen auch die Formel dafür und können sich das theoretisch auch mischen. Wenn du das möchtest. Doch, ich fände das schon cooler, wenn jeder das. Dann werden wir es versuchen aufzunehmen, dass jeder unser Datenbank, ne? Falls das Fahrzeug mal repariert werden muss, was wir nicht hoffen. Cool wäre auf jeden Fall. Kann das eh noch einer machen. Cool wär, wenn Chris am Ende am Wörthersee rumläuft und sagt: Alter, das ist doch hier das die schwarze Glaserin so ungefähr. Ne? Das sieht mir so dunkel aus. Da müssen wir erstmal einen Kratzer reinmachen. Ja, genau. Der wird jetzt auch noch kratzerresistent werden. Ne? Das wäre halt im Macheprozess oder also im Lackierprozess. Wäre das einfach Käse. Also es gibt ja die Möglichkeit, die habt ihr ja auch, den kratzbeständigeren Klarlack, aber dann muss der auch gleich, also nach dem Lackieren relativ schnell gefinisht werden, weil wir den sonst nicht mehr schleifen können. Das geht dann auch wieder nur mit spezieller Politur, spezielles Schleifmittel und... Das heißt, es gäbe jetzt aber keine Möglichkeit, es noch dunkler zu bekommen? Momentan nicht. Okay, also dunkel. Es gab ja letztes Jahr auch für IAA mal auf dem BMW so einen Lack, der war gefühlt noch dunkler, ja. Aber auch matt. Und das heißt, es lag mehr an dem Finish. Würde ich jetzt sagen, ja. Aber die hatten auch noch spezielles Pigment, meiner Meinung nach. Extra dafür entwickelt, weil das kommt eigentlich aus der Raumfahrt. So, das wirft nämlich keinen Schatten. Das heißt, egal wie du das beleuchtest, es wirft keinen Schatten, das Auto. Und das ist natürlich eine richtig krasse Nummer. Ich persönlich fand auch nicht, dass es schön aussah. Ja, gut, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich habe nur die Videos gesehen, wie sie das Auto in die Halle gefahren haben und habe dann gesagt, Alter, das ist ja wohl der Kracher. Und habe mich dann damit befasst, wie die das gemacht haben. So, und da, ja, das gibt's, kriegt man nicht so eben. Es ist der Kracher, weil es halt anders aussieht. Genau. Aber es geht halt jegliche Kontur ist weg vom genau, Auto. Ne? Es sieht aus, wie als wenn es einfach schwarz herbeigeschnitten hätte, schwarz gemacht hast. So genau. Ungefähr, ne? Okay, aus was besteht so ein Lack jetzt eigentlich überhaupt? Weil du sagst schwarze Pigmente, was ist da noch mit drin? Ein Bindemittel. Ja, und das war's. Das war's. Also das heißt, da ist wirklich nur schwarz drin. Da ist jetzt nicht ein bisschen blau, grau, nein, braun, schwarz. Gar nichts drin, nur schwarz. So wie du es wolltest. Sehr gut, so wollten wir es auch. Ja, zum Thema Lack, da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt noch dumm und dämlich ins Detail gehen. Das gucken wir uns vielleicht lieber mal irgendwann mal vor Ort an. Das ist auf jeden Fall interessanter, denke ich mal. Denke ich auch. Wie wird das Ganze jetzt lackiert? Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Ja, aufgetragen, zwei Spritzgänge, ablüften, Klarlack. Mhm. Okay. Klarlack eine Schicht oder mehrere Schichten? Also ich mache auf jeden Fall immer zwei.
So, und dann müssen wir. Du weißt, wie oft ich mein Auto schlecht per Hand wasche. Unterm Strich, gut, wichtig ist ja auch, dass man es nachher mit der Flex schleifen kann, damit man trotzdem nicht runterkommt und es dann immer noch polieren kann. Ja, ja. So, von daher müssen wir halt gucken, ob wir mehrere Gänge Klagen machen mit Zwischenschliff. So, das wird zum Beispiel bei VW gemacht. Beim Phaeton gab es eben halt auch mal so eine Serie, wo die das von Hand nochmal nachgeschliffen haben und dann wurde es nochmal mit Klarlack extra versiegelt. Das ist also richtig Klavierlack, nennt sich das eben halt auch beim Phaeton. Sieht natürlich schweinegal aus. Hier müssen wir aber gucken. Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein Auto lackiere, dann kommt das eigentlich schon in dieser Qualität irgendwo so raus. Hast du diesen Zwischenschritt in den 4 Wochen mit eingeplant schon? Nein. Nee, deswegen muss ich hier mal gucken. Ich glaube nicht, also gut, unterm Strich, hier ist es jetzt ja so, weil wir jetzt ja nur vorerst nur die Karosse machen, so, weil damit die erstmal raus kann, dann kommst, damit du weiterkommst. Wäre das doof gesagt ja wirklich nur die Säule und die Seitenteile, wo ich das machen müsste. So, im Motorraum wird es nicht passieren, da brauchen wir das nicht. Auch nicht, Innenraum Unterboden, Innenraum auch nicht. So, von daher wäre das nicht so schlimm, wenn ich das machen muss oder wenn ich sage, ich möchte das gerne, so, oder weil ich dann glücklicher bin, dann mache ich das einfach. Mhm. So, dann mache ich das aber auch bei allen Teilen. Ja, klar. So, und so, wenn ich der Meinung bin, das sieht schon richtig gut aus und ich glaube, beim zweiten Mal wird es nicht besser, so, dann bleibt es halt so. Aber das würde ich ja halt aus der Situation heraus entscheiden. Motorraum logischerweise mit Klarlack. Ja. Innenraum? Innenraum machen wir matt. Mhm. Und Unterboden machen wir auch matt. Auch matt, okay. Ja. So wie es in der Serie theoretisch auch. Genau. Okay. Bloß in der Serie ist meistens ja nicht zwangsläufig immer überall Lack drauf. Manchmal nur so mittlerweile so das, was so rannebelt. Grundierung. Ja, Grundierung und das, was den Lack so hinnebelt. Aber wir machen das auf jeden Fall ordentlich. Wie viel Lack brauchen wir ungefähr für ein ganzes Auto? Also mit allen Anbauteilen, mit Innenraum, mit Motorraum, mit Unterboden? Komplett innen, außen. Mhm. Mit 2 Schichten und so. Nur damit mir die Zuschauer mal so eine Größenordnung haben, wie viel das dann doch ist. Cool, weil wir wenn es jetzt händisch lackiert wird? Also 6 Liter. Ja. 6 Liter, okay. Und dann dementsprechend nochmal Klarlack. Fast 6 Liter Klarlack. Ja, aber Klarlack ist glaube ich schon fast ein bisschen mehr. Noch mehr? 7, 8. Junge. Weil wenn man jetzt mal hier so 15 Liter hinstellt, ist das schon ganz schön viel, so, ne? Ja, aber unterm Strich, also gut, du hast ja auch noch Overspray, also es geht ja auch noch ein bisschen was in die Filtermatten nachher. Und ja gut, in die Umwelt nicht mehr. Aber ja, wie muss das ja so gehen? Das muss ja irgendwie da drauf. Okay, so, ich will das unbedingt noch einmal hier ranhalten. Fürs Gewissen. Aber guck mal, hier sieht man es auch zum Beispiel auch, oder? Sieht man das jetzt in der Kamera, den Unterschied? Ja. Wie das schon nochmal, also klar, das ist jetzt hier kein Rallye 9005, das ist jetzt hier einfach Schwan KTL, aber hier sieht man mal, wie tiefdunkel das schon gerade ist. Auch gegenüber dem Carbon. Ja. Ja, so. Sehr schön. So viel zum Thema Lack. Nur damit ihr einmal Bescheid wisst, wie, wo, was hier gemacht wird. Wir können ja mal Folgendes machen. Wenn du ein paar Zeitraffer machst, kannst du ja mal immer, bevor du anfängst, einmal das Produkt so ein bisschen in die Kamera halten. Mhm. Dann wissen die Leute zur Not auch wirklich noch, wie, wo, was hier auf dem Auto drauf ist. Und wir schalten uns, würde ich sagen, spätestens wieder ein, wenn genau dieser Farbton hier drauf kommt. Ganz genau. Und schön, dass du da warst. Gerne. Und vielen Dank. Toi, toi, toi. Ciao. Ciao.